Herzlich willkommen zum heutigen Vortrag von Faszination Astronomie Online. Mein Name ist Dr. Vanessa Grabe und ich arbeite im Moment als theoretische Astrophysikerin am Institute of Space Sciences in Barcelona. In meiner Arbeit beschäftige ich mich hauptsächlich mit diversen Aspekten von Neutronensternen und werde heute einen kleinen Einblick in meine Forschung geben. Wir werden uns nämlich damit beschäftigen, was es bedeutet, wenn Neutronensterne Schluckauf haben. Um zu verstehen, was das mit dem Schluckauf tatsächlich auf sich hat, müssen wir uns zuallererst ein wenig mit dem Thema der Neutronensterne an sich befassen. Neutronensterne entstehen, wenn sehr massereiche Sterne, die ungefähr so 10 bis 20 Mal so viel wiegen wie unsere Sonne, den Vorrat an Brennmaterial erschöpfen und dann am Ende ihres Lebens in einer gigantischen Supernova explodieren. Diese Supernova-Explosionen zählen zu den energiereichsten Phänomenen, die wir so in unserem Universum kennen und können unter anderem so hell sein, dass man die tatsächlich mit bloßem Auge auf der Erde beobachten kann. Während dieser Prozesse wird eine riesige Menge an Material ausgestoßen, das sich extrem schnell weiter ausbreitet und unglaublich große filamentartige Strukturen bildet. Diese sogenannten Superüberreste sehen teilweise fantastisch aus, wenn man Teleskope benutzt und die tatsächlich auch fotografiert. Und zwei dieser typischen Supernova-Überreste sehen Sie hier auf den Folien. Auf der linken Seite hätten wir einmal den sogenannten Krebsnebel, der tatsächlich durch eine Supernova entstanden ist, die 1054 auf der Erde beobachtet wurde. Also da wurde tatsächlich von chinesischen Astronomen aufgeschrieben, dass da ein neuer Stern, der Supernova heißt neuer Stern, am Sternenhimmel entstanden ist. Und den können wir heute tatsächlich mit diesem Krebsnebel in Verbindung setzen. Auf der rechten Seite sehen wir den Superüberrest Cassiopeia A, der durch eine Supernova entstanden ist, die man ungefähr um 1670 auf der Erde hätte sehen sollen. Aber von der haben wir leider keine direkten Überlieferungen. Diese Strukturen an sich sind gigantisch groß. Und im Falle des Krebsnebels zum Beispiel habe ich da so einen Balken überlegt, damit Sie ungefähr sehen können, was für ein Ausmaß es hat. Weil dieser Strich hat ungefähr eine Länge von 6 Lichtjahren. 6 Lichtjahre heißt, dass wenn man einen Laserpointer an einem Ende des Balkens einmal anschalten würde, dann würde das Licht 6 Jahre brauchen, bis es an dem anderen Ende des Balkens ankommt. Das mag jetzt eine nicht allzu einfache, verständliche Größe sein, aber wenn man ungefähr 6 Lichtjahre hat, kann man ungefähr das gesamte Sonnensystem 1000 Mal nebeneinander gestellt in diese gleiche Distanz stecken. Das heißt, es sind riesige Größen und deshalb können wir die tatsächlich auch beobachten. Der tatsächliche Überrest, der dann aber übrig bleibt und eigentlich am Zentrum dieser Explosion vorhanden ist, nämlich der Neutronenstern selbst, der ist viel, viel, viel kleiner. Neutronensterne haben ein Ausmaß, das sich ungefähr mit einer kleinen bis mittelgroßen Stadt vergleichen lässt. Und wenn Sie schon mal am Bodensee waren, wo ich ursprünglich herkomme, dann könnten Sie einen Neutronenstern ungefähr in die Distanz zwischen Konstanz und Friedrichshafen einbringen. Das heißt, der Neutronenstern, der normalerweise so ungefähr, oder wir können uns den ungefähr als ziemlich kugelförmiges Objekt vorstellen, hat ungefähr einen Radius von 11 Kilometern, also ungefähr einen Durchmesser von 22 Kilometern und passt sehr gut in diese Distanz von Konstanz nach Friedrichshafen. Wenn Sie sich schon mal irgendwie mit astronomischen Skalen beschäftigt haben, dann ist etwas, was 12 bis 20 Kilometer groß ist, für astronomische Objekte extrem klein. Im Vergleich zu dieser kleinen Größe allerdings sind Neutronensterne extrem schwer. Wenn man tatsächlich so einen Neutronenstern wiegen würde, würde der ungefähr ein bis zweimal so viel wie die gesamte Sonne wiegen. Das heißt, wenn man sich die Zahlen ein bisschen genauer anschaut und versucht abzuschätzen, wie groß diese Dichten tatsächlich im Inneren des Sterns sein müssten, dann findet man heraus, dass Neutronensterne die dichtesten Objekte sind, die wir tatsächlich kennen. Wir nennen die hauptsächlich Neutronensterne deshalb, weil der größere Teil oder größte Teil der Materie im Inneren tatsächlich aus Neutronen besteht. Und wenn man sich so die Dichten anguckt, da kommt man auf Werte, die ungefähr 10 hoch 15 Gramm pro Kubikzentimeter sind.
10:15 Uhr ist eine 1 mit 15 Nullen. Und das kann man ungefähr vergleichen mit den Dichten, die tatsächlich die Atomkerne bei uns auf der Erde haben. Das heißt, ein Neutronenstern ist im Prinzip ein riesiger Atomkern, der sich irgendwo im Weltraum befindet. Die tatsächliche Zahl 10:15 Uhr ist immer noch so ein bisschen verwirrend. Das heißt, wir können ein kleines Gedankenexperiment spielen, um zu verstehen, wie tatsächlich diese Dichten oder wie extrem die sind. Und zwar, wenn man die gesamte Bevölkerung nehmen würde, also jeden einzelnen der 7,8 Milliarden Menschen, die auf der Erde leben, und die zur Größe eines einzigen Zuckerwürfels komprimieren würde, dann würde man ungefähr Dichten erreichen, die sehr ähnlich sind zu denen im Innern eines Neutronensterns. Jetzt könnte man fragen, vielleicht fragen Sie sich, wenn ich diese Zahlen so sage, woher man überhaupt weiß oder woher wir wissen können, dass diese Zahlen tatsächlich so sind. Woher kommen diese 12 Kilometer oder diese ein bis zwei Sonnenmassen? Und das Gute ist, dass auch wenn Neutronensterne im Prinzip sozusagen Sternleichen sind, das heißt, sie haben kein Brennmaterial mehr in ihrem Innern, dass das ihnen ermöglicht, durch Fusion Energie zu erzeugen, so wie wir das von der Sonne kennen, senden sie trotzdem Strahlung in relativ vielen Bereichen des elektromagnetischen Spektrums aus, das ich hier einmal aufgezeigt habe. Also das geht von Gammastrahlung auf der rechten Seite bis hin zu Radiowellen auf der linken Seite. Und Neutronensterne emittieren tatsächlich in vielen Bereichen Strahlung. Wir können die auch je nachdem, welches Teleskop wir benutzen, beobachten. Für den Zweck des heutigen Vortrags habe ich mich auf einen bestimmten Bereich beschäftigt, nämlich den der Radiowellen. Und das ist der Bereich, den wir in unserem alltäglichen Leben, vor allem von zum Beispiel Mikrowellen oder der gesamten Telekommunikation kennen. Das heißt, die Wellenlängen der Strahlung in dem Bereich reichen von circa einem Zentimeter bis mehrere Meter maximal. Das Gute ist, dass in dem Bereich die Erdatmosphäre tatsächlich durchlässig ist für Strahlung aus dem Weltraum. Das heißt, wir müssen uns nicht außerhalb der Erdatmosphäre bewegen, um zu beobachten, sondern wir können das tatsächlich von der Oberfläche selbst. Und das ist auch der Grund, warum das tatsächlich der Bereich ist, wo Neutronensterne das erste Mal detektiert wurden. Diese Detektion im Radiobereich fand das erste Mal 1967 statt, durch Jocelyn Bell Burnell. Jocelyn Bell Burnell war damals Doktorandin in Cambridge in England und hat als Teil ihrer Doktorarbeit maßgeblich am Aufbau eines Radioteleskops mitgewirkt. Auf der linken Seite sehen Sie ein Foto von Jocelyn und sie steht dort vor diesem Radioteleskop. Also das, was so ein bisschen aussieht wie Wäscheleinen nebeneinander aufgereiht, ist tatsächlich das Instrument, mit dem diese ersten Signale detektiert wurden. Das heutige Radioteleskop sieht normalerweise ein bisschen moderner aus, aber die Idee, dass man bestimmte metallische Strukturen in einem bestimmten Abstand hat, funktioniert heute noch genauso und deshalb hat es auch damals sehr gut funktioniert. Was ihr aufgefallen ist, als sie tatsächlich per Hand einen Messschreiber ausgelesen hat, ein Messschreiber ist vielleicht was, was Sie aus dem Museum kennen, wenn in der Ecke irgendwo Luftfeuchtigkeit gemessen wird, ist einfach ein Schreibstift, der irgendwelchen Ausschlag aufzeichnet. In dem Fall hier den des Radioteleskops, hat sie quasi festgestellt, dass das Papier sehr, sehr, sehr regelmäßige Einbrüche zeigt. Auf der rechten Seite hier sehen Sie eine Kopie dieser originalen Messung. Und wenn Sie genauer hinschauen, sehen Sie, dass ungefähr alle 1,3 Sekunden diese Linie einbricht. Und diese Linie ist tatsächlich das Signal eines Neutronensterns. Ursprünglich wurde das Signal LGM-1 getauft. LGM steht im Englischen für Little Green Men, also kleine grüne Männchen. Das heißt, ursprünglich wurde scherzhaft mehr oder weniger gesagt, dass das tatsächlich vielleicht ein Signal von Aliens sein könnte. Aber es wurde dann relativ schnell klar, nachdem man sich das Signal deutlich länger angeguckt hat und versucht hat herauszufinden, aus welcher Region des Universums denn es kommt, dass es eigentlich nur ein Neutronenstern sein kann. Neutronensterne hatten tatsächlich oder wurden tatsächlich schon deutlich früher theoretisch vorhergesagt, mehrere Jahrzehnte sogar. Aber bis zu dem Zeitpunkt hatte man noch nie ein so ein Signal gesehen. Das heißt, das Signal an sich ist auch relativ schwach in diesem ersten Radioteleskop. Aber mittlerweile, weil wir wissen, wonach wir suchen, fällt uns das deutlich einfacher
solche Signale auch tatsächlich zu finden. Jetzt müssen wir uns fragen, woher kommt denn dieses Signal tatsächlich? Und dieses Signal an sich entsteht aus einem Zwischenspiel zwischen der Rotation des Neutronensterns und des extrem starken Magnetfeldes. Neutronensterne an sich können sich ungefähr bis zu 700 Mal pro Sekunde drehen, was ungefähr vergleichbar ist mit einer relativ schnellen Küchenmaschine. Wenn man sich nochmal vor Augen führt, dass der Stern ungefähr so viel wiegt wie die Sonne und ungefähr so groß ist wie eine Stadt, wird einem vielleicht auch nochmal bewusst, wie viel Energie denn da tatsächlich ins Spiel sein muss, wenn sich dieser Stern wirklich bewegt und auch dreht. Zusätzlich zur Rotation sind Neutronensterne auch die stärksten Magnete, die wir kennen. Und die Magnetfeldstärken von diesen Objekten werden typischerweise in einer Größe gemessen, die wir Gauss nennen. Und Magnetfeldstärken von typischen Neutronensternen erreichen ungefähr so 10 hoch 12 Gauss. 10 hoch 12 Gauss ist ungefähr eine Billion Mal so viel wie das Erdmagnetfeld, das ungefähr ein halbes bis ein Gauss selbst hat. Das heißt, es sind auch deutlich größere Magnetfeldstärken, nicht nur Dichten, wie wir das sonst so auf der Erde herstellen können. Und auf der linken Seite sehen Sie eine typische Illustration, wie man sich zum Beispiel so diese Magnetfeldlinien eines Neutronensterns vorstellen kann. Also wir haben keine direkten Aufnahmen davon. Das heißt, es ist eine künstlerische Interpretation des Ganzen. Und wenn Sie sich diese weißen Linien, also die Magnetfeldlinien, ein bisschen genauer angucken, dann kann es sein, dass die Ihnen tatsächlich bekannt vorkommen. Um das ein bisschen zu verdeutlichen, habe ich da einfach mal einen Stabmagneten, so wie man das auf der Erde kennt, mit Nord- und Südpol drüber gelegt, weil dieser Stabmagnet hat ein Magnetfeld, das sehr, sehr, sehr ähnlich aussieht zu dem, was dort gezeigt ist für den Neutronenstern. Das heißt tatsächlich, wir glauben, dass der Großteil des Neutronensterns tatsächlich in der Form eines sogenannten Dipolfeldes, also ein Dipol wegen zwei Polen, Nord und Süd, tatsächlich so aussieht, wie wir das auf der Erde auch kennen. Das Wichtige ist jetzt, um zu verstehen, woher der tatsächliche Puls kommt, den wir im Radiobereich beobachten können, habe ich noch eine weitere Achse da oben drüber gelegt, und zwar die der Rotation. Wichtig ist, dass diese beiden Achsen nicht aufeinander fallen, sondern die bilden einen bestimmten Winkel. Und aufgrund dieses Zwischenspiels zwischen verschiedener Achsen, einfach einmal für das Magnetfeld und einmal für die Rotation, produziert der Neutronenstern eine Art Radiostrahl. Man kann sich das ein bisschen so vorstellen wie der Strahl eines Leuchtturms. Das heißt, Neutronensterne emittieren Radiowellen sehr, sehr, sehr ähnlich. Das heißt, immer wenn dieser Radiokegel über die Erde und damit unser Radioteleskop hinwegfegt, sehen wir ein Signal. Das heißt, diese Erhebung, die Sie hier sehen, über den normalen Wert, ist genau das gleiche, was Jocelyn Bell Burnell damals auch in ihrem Messschreiber gesehen hat. Und aufgrund dieses tatsächlichen Phänomens, dass wir diese regelmäßigen Pulse sehen, nennen wir die Neutronensterne, die wir so beobachten können, auch Pulsare. Heutzutage wissen wir ungefähr von mehreren tausend von diesen Objekten. Das heißt, wir haben deutlich mehr gefunden in den letzten 5 Jahrzehnten. Aber weil der Stern natürlich strahlt und Energie abgibt, wird er tatsächlich mit der Zeit immer langsamer. Sie können sich das ein bisschen ähnlich vorstellen wie bei einem Kreisel, wenn Sie den zum Rotieren bringen. Irgendwann wird der Kreisel immer langsamer und langsamer, weil er mit dem Untergrund Energie austauscht und quasi anhält. Im Falle des Neutronensterns existiert dieses langsamer Werden tatsächlich, aber weil der Neutronenstern so extrem dicht ist, so viel Masse hat, dauert es extrem lange, bis er tatsächlich stillstehen würde. Und zwar für typische Neutronensterne würde das mehrere Millionen Jahre dauern. Das heißt, wir sehen die nicht zur Ruhe kommen, aber wir sehen die tatsächlich mit unseren guten Radioteleskopen langsam werden. Das heißt, wenn wir jetzt nicht nur die tatsächliche Periode, also den Abstand dieser einzelnen Pulse messen, sondern auch deren zeitliche Änderung, also das ist quasi die zeitliche Ableitung des Ganzen, dann können wir, und das machen wir sehr oft, dann nehmen wir diese zwei Werte und tragen die in ein Diagramm ein, wie Sie hier auf der linken Seite sehen. Also wir haben auf der X-Achse nach rechts die Periode der Neutronensterne und nach oben die zeitliche Änderung dieses Wertes. Und wir benutzen dieses typische Diagramm eigentlich hauptsächlich, weil wir versuchen, irgendwelche Gruppen zu identifizieren.
Und ich habe hier drei markiert, die man vielleicht sieht oder man sich vorstellen kann, dass man die so einteilen könnte. Und auf der rechten Seite im recht oberen Eck sind blaue Quadrate. Das sind die Neutronensterne, die ein extrem hohes Magnetfeld haben. Und aufgrund der Tatsache, dass wir die pulsieren sehen und sie sehr hohe Magnetfelder haben, nennen wir die kreativerweise Magnetare. Das ist der Forschungsbereich, in dem ich im Moment auch weiterarbeite. Und dann im linken unteren Eck sehen wir lilane Punkte. Das sind all die Neutronensterne, die nicht isoliert sind, also einzelstehend, sondern die sind tatsächlich mit einem zweiten Stern verbunden. Die bilden ein sogenanntes Doppelsternsystem und all die Sterne, die Sie hier markiert sehen, haben tatsächlich so einen zweiten Stern, mit dem sie sich bewegen. Und das Faszinierende ist, dass in diesen Objekten, wo wir tatsächlich einen zweiten Stern haben, wir unter anderem die Masse dieser Objekte sehr, sehr genau bestimmen können. Das heißt, das ist schon mal, wenn wir uns die lilanen Punkte näher angucken oder einen Teil der lilanen Punkte, dann sehen wir unter Umständen, woher dieser Wert der Masse des Neutronensterns von ungefähr ein bis zwei Sonnenmassen tatsächlich kommt. Aber im Prinzip ist viel der Arbeit, mit der ich mich beschäftige, herauszufinden, wie sich denn diese Pulse an sich oder wie sich der relative Abstand der Pulse tatsächlich mit der Zeit verändert. Damit hätten wir schon mal den Groß- oder die Einführung zu den Neutronensternen hinter uns, weil jetzt können wir uns mit dem tatsächlichen Schluckauf-Thema ein bisschen näher beschäftigen. Kurz nachdem diese ersten Pulsare tatsächlich beobachtet wurden, Anfang oder Ende der 60er, Anfang der 70er, hat man festgestellt, dass dieses regelmäßige langsamer Werden aufgrund des Energieverlusts teilweise durch sehr kurze Episoden unterbrochen werden kann. Das Ganze passiert sehr, sehr, sehr ruckartig und dauert typischerweise weniger als 60 Sekunden. Das wussten wir damals noch nicht, aber das wissen wir jetzt mittlerweile. In denen der Stern nicht langsamer wird, sondern kurzzeitig schneller. Und danach, nach diesem kurzzeitig schneller werden, nach dieser Beschleunigungsphase, wird er tatsächlich wieder langsamer und erholt sich quasi zu diesem Wert, bevor er schneller wurde. Das Ganze hier ist auf der linken Seite schematisch dargestellt. Wir haben auf der X-Achse die Zeit, die zunimmt, und auf der Y-Achse nach oben hin die Rotationsfrequenz. Und wir sehen quasi, wie der Stern erst langsamer wird, dann passiert was und dann erholt er sich. Dieses etwas passieren nennen wir im Englischen einen sogenannten Glitch, was mehr oder weniger übersetzt eine Störung bedeutet. Ich mag das Wort Schluckauf im Deutschen eigentlich ganz gerne für den gleichen Effekt, weil was es uns eigentlich sagt, ist, dass das Phänomen sehr abrupt passiert. Wir können es normalerweise nicht vorhersagen, wir wissen nicht genau, wann es passiert. Und es sagt uns aber auch, dass diese Größenordnung der Beschleunigung an sich nicht allzu groß ist. Also es ist nichts, was den ganzen Stern völlig aus dem Gleichgewicht bringt, sondern es ist einfach nur wie so ein kurzer Schluckauf-Moment. Jetzt kann man sich fragen, was passiert da in dem Stern? Und um das zu verstehen, müssen wir uns ein bisschen mit der klassischen Mechanik beschäftigen, weil die Ursache des Schluckaufs im Neutronenstern sehr, sehr, sehr eng mit dem sogenannten Drehimpuls verknüpft ist. Drehimpulse ist die Größe in der Physik, die sich sozusagen mit dem Schwung eines drehenden Körpers beschäftigt. Und es ist eine Größe, die in jedem physikalischen System, das wir angucken, erhalten bleiben muss. Dieses Konzept der Drehimpulserhaltung kennen Sie vielleicht von einer Eisläuferin, die eine Pirouette dreht. Und zwar, wenn die Eisläuferin ihre Arme weit von sich weggestreckt hat, dann dreht sie sich relativ langsam. Wenn sie aber ihre Arme an sich ranzieht, wird sie auf einmal schneller. Und aufgrund der Tatsache, dass durch die Verschiebung der Arme sie quasi ihre Masse verschiebt, und dadurch das sogenannte Trägheitsmoment, ändert sich tatsächlich die Rotationsfrequenz, weil der Drehimpuls der Person, der Eisläuferin, gleich bleiben muss. So, was hat das jetzt mit dem Neutronenstern an sich zu tun? Um das ein bisschen besser zu erklären, habe ich vor nicht allzu langer Zeit zwei kleine Experimente aufgenommen und gefilmt, die Sie auch gerne mal zu Hause ausprobieren können, wenn Sie möchten. Was Sie dazu brauchen, sind nur zwei Sachen: ein rohes Ei und ein gekochtes Ei, und am besten auf dem Boden machen, damit das rohe Ei nicht kaputt geht. Okay, die Idee des Ganzen ist, Sie nehmen das Ei und Sie legen es auf den Boden und versuchen es anzudrehen.
Wenn sich das relativ gut dreht, dann nehmen Sie einen Finger und versuchen, das Ei kurz abzustoppen. Also Sie legen den Finger kurz drauf, halten das Ei an und dann tun Sie den Finger wieder weg und schauen, was passiert. Ich habe das einmal gefilmt. Also wir hatten hier einmal das Ei, das ist gekocht. Ich drehe das an, lege den Finger drauf und sehe, dass das Ei danach sich nicht mehr weiter bewegt. Es bleibt also stehen. Ich zeige das noch einmal. Ei dreht sich, ich halte es an, es bleibt liegen. So, im Falle des rohen Eis, wo wir das Ei weiß und das Eigelb quasi nicht mit der Schale verbunden haben, sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Was hier passiert, ist Folgendes. Wenn ich das Ei anhalte und meinen Finger weglege, dann dreht sich danach wieder weiter. Wir sehen also in diesem Fall, dass da was anderes passiert, wenn das Ei nicht gekocht ist. Und zwar ist es ähnlich wie das, was passiert, wenn die Eiskunstläuferin ihre Arme verändert. Wenn wir das Ei anhalten, wenn es gekocht ist, dann überträgt sich das auch auf das Eigelb und das Eiweiß, das mitgekocht ist. Es ist quasi mit der Schale verbunden. Im Falle des rohen Eis, wenn ich nur die Schale anhalte, dann dreht sich die innere Flüssigkeit, also das Eiweiß und das Eigelb weiter. Wenn ich den Finger dann wieder abhebe, dann übertragen quasi die inneren Komponenten ihren Drehimpuls bzw. ihre Rotation an die Schale und das Ei fängt an, sich weiter zu drehen. Okay? Gerne einfach mal zu Hause ausprobieren. Relativ einfaches Physikexperiment, aber es sagt uns was über den Neutronenstern an sich. Im Falle des Neutronensterns haben wir natürlich jetzt keinen großen Finger, der den Neutronenstern einfach einmal anhält und dann bewegt er sich wieder weiter. Sondern was uns das eher sagt, ist, dass im Vergleich zu diesen zwei Experimenten, dass es nahelegt, dass der Neutronenstern sich nicht verhält wie eine solide Kugel. Das heißt, es ist nicht ein einziger Stoff, sondern diese Idee, dass dieses kurze Schnellerwerden, was mit einer internen Komponente zu tun hat, die quasi ihren Drehimpuls überträgt, macht es irgendwie sinnvoll oder macht es irgendwie naheliegend, dass es tatsächlich mehrere Komponenten gibt. Okay, das heißt, die Idee des Ganzen ist hier in der Grafik dargestellt. Also wir haben wieder die hellblaue Linie von vorher auch, wo wir das langsamer werden, dann diesen Schluck auf und dann die Erholungsphase haben. Ich habe zusätzlich noch eine zweite Linie dort eingetragen, die quasi diese interne Komponente darstellen soll, die ursprünglich schneller rotiert. Und dann passiert irgendwas und diese zwei Objekte treten in Kontakt und tauschen quasi Drehmoment aus. Ich habe da jetzt nebendran Finger geschrieben. Das Faszinierende ist, wir wissen ehrlich gesagt immer noch nicht genau, obwohl wir schon seit fast 50 Jahren dieses Phänomen beobachten, was da genau passiert. Das heißt, wir wissen, dass es wahrscheinlich nichts Externes ist, aber da passiert irgendwas im Inneren, das dafür sorgt, dass diese Komponenten miteinander reden. Und wir sehen tatsächlich diese innere Komponente nicht, sondern nur den äußeren Teil des Neutronensterns durch diese Leuchtturmstrahlung. Aber indirekt, aufgrund dessen, wie das beim Ei auch ist, können wir quasi versuchen, indirekt herauszufinden, was denn da passiert. Und das Faszinierende für mich ist eigentlich, dass diese Art des Schluckaufs und der Erholungsphase uns jetzt mehr über das tatsächliche Innere, über diese innere Komponente erzählen kann. Auch wenn ich nicht reingucken kann, so wie im Falle des rohen oder gekochten Eis auch, kann ich quasi physikalische Experimente, in dem Fall wir analysieren unsere Beobachtungsdaten, hernehmen und versuchen zu verstehen, was denn da tatsächlich passiert. Und dieses Gesamtphänomen ist extrem komplex. Aber wir glauben mittlerweile zu wissen, dass ein wichtiger Teil dieser gesamten Theorie ist, dass ein Teil des Neutronensterns, diese innere Komponente, sehr, sehr, sehr spezielle Eigenschaften hat. Sonst könnten wir das gar nicht so beobachten. Und diese Eigenschaft ist was wir tatsächlich auch von anderen Systemen auf der Erde kennen. Und zwar ähneln diese Eigenschaften der inneren Komponente sehr der eines Suprafluids. Okay, was ist ein Suprafluid? Also wir kennen das tatsächlich aus Laborexperimenten, die wir auf der Erde durchführen können, normalerweise mit relativ niedrigen Temperaturen. Und Suprafluid, so wie man das vielleicht vom Namen auch schon ein bisschen ableiten kann, ist eine Flüssigkeit,
die sehr, sehr, sehr spezielle Eigenschaften hat. Und zwar ist es eine Flüssigkeit, die ohne Reibung fließen kann. Die Reibung in der Flüssigkeit ist was, was wir normalerweise auch durch die sogenannte Viskosität beschreiben, das vielleicht eine Größe ist, die Sie zum Beispiel mit Honig und Wasser in Verbindung bringen können. Honig ist relativ zähflüssig und hat eine hohe Viskosität, während Wasser deutlich einfacher fließt und deutlich weniger zähflüssig ist. Okay? Das heißt, das Suprafluid ist quasi der Extremfall dieses Zähigkeitszustands, wo keinerlei Viskosität vorhanden ist. Und im Labor kennen wir diese Systeme zwar, aber die sind normalerweise mit extrem viel Aufwand verbunden. Das heißt, sie lassen sich nicht so einfach herstellen. Und wenn man sie herstellen kann, dann sind sie meistens auch nur ein paar Zentimeter groß, weil man das System relativ weit runterkühlen muss und es nicht so einfach ist. Das heißt, Neutronensterne an sich sind eigentlich die größten Suprafluide, die wir im Universum bis jetzt kennen. Als Abschluss noch ein Hinweis. Und zwar, also wir wissen, dass diese speziellen Eigenschaften des Superfluids, die dafür sorgen, dass das Superfluid tatsächlich unabhängig von dieser Hülle rotieren kann und dadurch den Drehimpuls für diesen Schluck auf oder den Glitch bereitstellt. Da gibt es aber noch extrem viele physikalische Phänomene, die dazugehören, die wir immer noch nicht verstehen. Und um das so ein bisschen zu erklären, können wir uns die Größenordnung angucken bei den Objekten, bei denen wir das bis jetzt beobachtet haben. Ich habe vorhin gesagt, dass wir ungefähr 3000 Pulsare kennen. Ungefähr 150 dieser Pulsare zeigen dieses Schluckauf-Phänomen. Also ungefähr, ja, ist relativ kleine Menge von den gesamten. Allerdings von den 150 Objekten, die auch tatsächlich dieses Glitch-Phänomen zeigen, haben wir mittlerweile ungefähr 550 dieser Datensätze. Das heißt, ein Großteil dieser Pulsare, die das tatsächlich durchführen, machen das auch mehrmals, teilweise im Abstand von mehreren Jahren. Und wir gucken uns das dann einfach immer an. Das ist schon eine ganze Menge, aber wir verstehen immer noch einiges nicht. Unter anderem, wie ich vorhin schon gesagt habe, wir wissen nicht, was der tatsächliche Finger ist. Also wir wissen nicht, was dafür sorgt, dass diese zwei Komponenten auf einmal miteinander anfangen zu sprechen und Drehimpuls austauschen. Wir wissen ungefähr, dass der Neutronenstern eine Kugel mit 12 Kilometer Radius ist. Wir wissen aber zum Beispiel nicht genau, wo im Inneren des Neutronensterns diese supraluide Komponente tatsächlich sitzt. Und wir wissen auch nicht genau, ob es tatsächlich nur eine ist oder ob wirklich mehrere Komponenten wirklich in diesen Prozess des Glitches involviert sind. Und es sind offene Fragen, die wir im Moment noch alle haben. Wir hoffen aber, dass sich das in den nächsten Jahren ein bisschen weiter klärt. Und es ist nicht völlig unbegründet, weil in den nächsten 10 Jahren soll ein sehr neues Radioteleskop gebaut werden, das das Beste seiner Art sein wird. Das ist das sogenannte Square Kilometer Array. Und hier oben rechts sehen Sie eine Illustration, wie eines dieser Teleskope aussehen könnte. Und das Faszinierende eigentlich ist, dass je besser die Daten sind, und je mehr wir davon haben, desto besser können wir unsere theoretischen Modelle mit diesen Datensätzen vergleichen. Das heißt, wir versuchen dann durch eventuelle Abweichungen zwischen Modell und Datensatz herauszufinden, wie wir das Modell verbessern können. Also wir versuchen quasi unsere Theorie besser zu machen, um dann mehr über den Neutronenstern zu verstehen. Das heißt, weil es in den nächsten oder für den nächsten, der Bau für die nächsten 10 Jahre geplant ist, das Projekt ist schon seit mehreren Jahrzehnten in Planung an sich. Da sind wir ziemlich optimistisch, dass neue Radioteleskope, wie zum Beispiel dieses Square Kilometer Array, uns dabei helfen werden, einen neuen Einblick ins Innere der Neutronensterne zu gewinnen. Damit möchte ich mich heute von Ihnen verabschieden und hoffe, Sie haben den kurzen Einblick in die faszinierende Welt der Neutronensterne genossen und bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören und möchte noch darauf hinweisen, dass der nächste Vortrag der gesamten Reihe nächste Woche Dienstag stattfindet. Und mit einem virtuellen Einblick in den Gravitationswellendetektor GEO 600 gestartet wird. Okay, damit hätten wir den ersten Teil des heutigen Vortragsprogrammes erledigt. Und jetzt würde ich einmal nachschauen, ob es da diverse Fragen online gab, die ich beantworten kann. Okay, die erste Frage ist: Auch wenn er dann nicht als Pulsar beobachtet wird, kann es theoretisch einen Neutronenstern
mit übereinstimmender Rotations- und Magnetfeldachse geben. Okay, ich würde einfach noch mal kurz auf das passende Bild mich bewegen, damit es einfacher ist, das zu erklären. Okay, hier. Okay. Also die Tatsache, dass diese zwei Achsen nicht völlig übereinander liegen, ist für uns mehr so der Indikator, dass das so ist, kommt eigentlich eher gesagt aufgrund der Tatsache, dass wir Neutronensterne als Pulsare beobachten. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass es auch Objekte gibt, die tatsächlich übereinander liegen haben, die wir aber halt einfach nicht sehen. Ich sollte auch dazu sagen, was ich hier so einfach als Kegel beschrieben habe, Entschuldigung, falsche Richtung, was ich als rotierenden Kegel beschrieben habe, der Radiostrahlung aussendet, ist auch nicht völlig klar. Wir wissen zum Beispiel nicht genau, wie diese Strahlung entsteht und wo sie genau entsteht und wie sie genau ausgesendet wird. Nur aufgrund der Tatsache, dass wir diese Sterne tatsächlich so beobachten, scheint es sehr wahrscheinlich, dass es so ist. Das heißt aber jetzt zum Beispiel nicht, dass es nicht auch andere Neutronensterne geben kann, bei denen diese zwei Achsen nicht aufeinander fallen. Das ist auf jeden Fall der Fall. Okay, nächste Frage. Könnte ein Neutronenstern in einem Doppelsternsystem durch Absaugen von Materie sich quasi in Zeitlupe in ein schwarzes Loch verwandeln? Okay, ich habe vorhin gesagt, dass es Systeme gibt, in denen ich einen Neutronenstern habe und ein zweites Objekt, das quasi an den Neutronenstern gebunden ist. Dieses zweite Objekt das kann verschiedene Arten von Sternen sein. Es kann zum Beispiel ein zweiter Neutronenstern sein. Es kann aber auch ein massereicher Stern sein, der ungefähr so ist wie die Sonne oder auch ein bisschen leichter oder ein bisschen schwerer. Wenn die sich umeinander bewegen und das ein normaler Stern ist, dann ist es tatsächlich so, dass dieser zweite Stern sehr, sehr, sehr oft Materie auf den Neutronenstern abgibt. Das heißt, der Neutronenstern akkreditiert Materie von diesem zweiten Stern. Egal, wie man Na Materie auf den Neutronenstern drauf bewegt, es gibt ein oberes Limit, das tatsächlich erreicht werden kann, wenn der Neutronenstern so ist, dass er quasi sich nicht mehr aufrechterhalten kann. Das, was den Neutronenstern aufrechterhält, ist ein Druck im Innern, der quasi entsteht, weil ich die Neutronen so eng zusammenpresse. Das heißt, aufgrund der Tatsache, das ist ein quantenmechanisches Konzept, das heißt, das Pauli-Prinzip. Ich kann Neutronensterne nicht unbegrenzt zusammendrücken, sondern es gibt da quasi immer einen auswärtsgerichteten Druck. Wenn ich dabei irgendwann mehr und mehr und mehr Masse drauf befördere, dann überschreite ich irgendwann auch diese Grenze, wo Neutronen das tatsächlich noch aufrechterhalten können. Das heißt, das muss nicht unbedingt in Zeitlupe passieren, sondern das passiert, sobald ich diese tatsächliche Grenzmasse überschreite, dass der Neutron dann tatsächlich kollabiert und zu einem schwarzen Loch wird. Das passiert auch dann, wenn ich nicht einen zweiten Stern habe, der ein normaler Stern ist, sondern wenn ich zum Beispiel zwei Neutronensterne habe, die umeinander kreisen. Diese Grenzmasse wissen wir nicht genau, wo die liegt, aber wenn zum Beispiel zwei Neutronensterne, die jeweils zwei Sonnenmassen haben und die würden verschmelzen, im Endeffekt, wenn sie weiter und weiter Energie verlieren und dann sich quasi ineinander bewegen, dann würden die auf jeden Fall diesen Grenzwert überschreiten und würden dann auch so ein schwarzes Loch werden. Das ist genau das Signal, was man 2017 als Gravitationswellensignal von zwei sich verschmelzenden Neutronensternen gesehen hat. Und das wäre auch eine Frage für den Vortragenden schon nächste Woche, weil das ist ein Gravitationswellendetektor. Das heißt, im Prinzip also die Struktur an sich kann tatsächlich solche Sachen beobachten. Okay, dritte Frage. Da Glitches ein abruptes Phänomen sind, wird beim Auftreten von Glitches bisher auch keine Periodizität beobachtet. Okay, es ist eine super interessante Frage, weil ich habe vorhin gesagt, dass es teilweise Neutronensterne, also Pulsare gibt, die mehr als einen dieser Glitches zeigen. Das heißt, der Schluckauf findet tatsächlich mehr als einmal statt. Wir wissen von ein paar dieser Objekten das Zeitfenster zwischen diesen zwei Glitches ungefähr. Okay. Zum Beispiel, es gibt einen sogenannten Pulsar, das ist der Vela-Pulsar. Das ist das Objekt, das wir alle studieren und das wir gerne beobachten, weil davon gibt es extrem viele Daten und es ist relativ einfach zu beobachten. Das glitcht tatsächlich alle 2 bis 3 Jahre.
Und die Tatsache, dass das so regelmäßig passiert, sagt uns auch ein bisschen was, wie sich das Superfluid an sich selbst beschäftigt. Okay? Das heißt, wir versuchen quasi aufgrund der Regelmäßigkeit und auch aufgrund dieses Zeitrahmens von ungefähr 3 Jahren zum Beispiel vorherzusagen, wie genau das Superfluid sich im Innern mit der anderen Komponente verbindet. Das heißt, das ist so die Frage, die sich damit beschäftigt, was denn genau der Finger ist an sich. Und es ist eines der Themen, mit dem ich mich tatsächlich im Moment beschäftige. Das heißt, es ist eine Frage, die wir im Moment noch nicht geklärt haben. Okay, wenn ich das richtig verstanden habe, war es das dann mit den Fragen. Das heißt, falls es Zuschauer oder Zuhörer gibt, die sich regelmäßig für diese Vorträge interessieren, dann können Sie gerne den entsprechenden YouTube-Kanal abonnieren und auch gerne weiterhin Kommentare und Fragen unter dem Video lassen. Ich weiß, die werden auch von anderer Seite beantwortet, aber ich gucke da auch einfach gerne mal drauf und versuche zu antworten, wenn denn dann möglich. Und dann würde ich nochmal am Schluss mich bedanken fürs Zuhören und Zuschauen und nochmal darauf hinweisen, dass es nächste Woche am Dienstag um 7 den nächsten Vortrag gibt mit einer virtuellen Führung des deutsch-britischen Gravitationswellendetektors GEO 600. Okay, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend und hoffentlich bis bald.